Schlafstörungen können 100 Gründe haben. Und wir wären ein Baby oder ein geistig behinderter Mensch, wenn wir einen Tiefschlaf hätten, obwohl unsere Schwester gestern verunglückt ist. Diese Art von Schlafstörungen sind nicht chronisch. Und über sie werden wir natürlich hier nicht sprechen. Heute jedoch schlafen Menschen ohne äußere Gründe chronisch schlecht und immer mehr. Die Zahl wird einerseits immer größer, sowohl nach hinten in das Alter als auch nach vorne bis zum jüngeren Menschen. Und dafür hat es auch wieder, wenn es bereits ein medizinischer Fall ist, viele Gründe. Die medizinischen Fälle werden natürlich medizinisch behandelt oder psychologisch, aber niemals spirituell. Hier jedoch geht es um eine Mischung. Wie Sie wissen, behandeln wir in diesem Kanal, wenn wir über medizinische Inhalte sprechen, immer ganzheitlich. Und den meisten Menschen, die irgendwo und irgendwie behandelt werden, medizinisch, psychotherapeutisch, werden nicht mit den okkulten Phänomenen konfrontiert durch ihre Therapeuten, die selbst nicht hellsichtig sind. Und zu einem Medium zu gehen, ist auch nicht unsere Ebene. Also hier wird es sehr eng. Wir jedoch hier beschränken uns jetzt auf die chronischen Fälle, die einen wirklich plagen, die Schlafstörungen, und gehen auch unsere Linie hier weiter mit diesem versteckten Virus, Epstein-Barr-Virus. Dieses Virus ist ein ganz besonderes Virus. Es ist ein schleichendes Virus. Es wird meistens einfach nur unterdrückt, es wird nicht verstanden. Es wird weiter extrem zunehmen. Es wird sich über die ganze Bevölkerung der zivilisierten Länder verbreiten. Und ich bitte Sie sehr, sich die ganzen letzten, ich denke mal, 10 Videos zum Epstein-Barr-Virus anzuhören, um auch hier ein tieferes Verständnis zu haben. Denn Oberfläche ist nicht möglich, um tiefere Verständigungen zu all den Dingen zu haben, die uns heute so plagen und auch unsere Lebensqualität einschränken. Also, wenn Sie dieses Video hören wollen, rate ich Ihnen, zurückzugehen und sich die ersten Epstein-Barr-Virus erst einmal anzuhören. Jetzt gehen wir auf die Schlafstörungen ein und wir hören dazu Folgendes. Bei den meisten Schlafstörungen handelt es sich um ein Schilddrüsenproblem. In der neuesten Literatur ist zwar allerhand über Schilddrüsen-Schlafstörungen zu lesen, doch tatsächlich stört eine geschädigte Schilddrüse
den Schlaf noch nicht. Probleme mit der Nachtruhe können aber parallel auftreten, wenn das Virus nicht nur die Schilddrüse bedrängt, sondern auch die Neurotransmitter durcheinander bringt, was sehr häufig der Fall ist. Zahlreiche weitere Gründe für Schlafstörungen bis hin zur generellen Schlaflosigkeit sind denkbar. Darunter seelische Verletzungen, Verdauungsprobleme, Leberprobleme, also Lebervergiftungen, die unerkannt bleiben, Zwangsstörungen, Sorgen und so weiter. Wobei natürlich dies jetzt bei unserer Betrachtung wegfällt. Und auch die Giftwirkung von Glutamin übrigens, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Der ganze letzte Teil zu unserem Thema Schlafgeheimnisse soll uns helfen, die Ursache unserer Schlafnöte zu ermitteln, damit man im Bett dann wirklich Heilung durch die Regenerierung des Ätherleibes, der dies übernimmt, findet. Man wird die Gesetze des Schlafes kennenlernen. Wenn Müdigkeit nicht mit Stress zu tun hat und sich auch durch ausreichenden Schlaf nicht verbessert, liegt eine milde Form der Erschöpfung, der chronischen Erschöpfung, ziemlich sicher durch Epstein-Barr-Virus-Befall vor. Hier strapaziert die niedriggradige Virusinfektion für Immunsystem, Organ weiter Leitungen und schafft einen wirklich energetische Probleme. Also es bleibt nie in der Schilddrüse lokalisiert, sondern hat immer seine Wirkung. Das Symptom des Unwohlseins und der Erschöpfung kann in allen EBV-Stadien auftreten, wie ja schon in anderen Videos dazu erwähnt. In der Anfangsphase der Mononukleose Markerschöpfung einsetzen, wenn sich das Immunsystem gegen die aktive Virusinfektion des Blutes zur Wehr setzt. Ist EBV in den Organen einmal angelangt und hat sich dort niedergelassen, dann kann eine zweite Form der Erschöpfung einsetzen, der die Nerven betrifft, weil das Virus Neurotoxine freisetzt. Diese Erschöpfung wird gern als Nebennierenschwäche ausgelegt, obwohl es sich um etwas anderes handelt. Neurologische Erschöpfung und Nebennierenschwäche können getrennt oder gemeinsam auftreten. Erstere bringt man mit dem Nervensystem zusammen, letztere mit dem endokrinen System. Neben Nierenschwäche als Standarddiagnose lenkt nur davon ab, dass sich hier Epstein-Barr-Viren eines späteren Stadiums über das Zentralnervensystem all dieser Menschen bereits hermachen. Sie werden von viralen Neurotoxinen überschwemmt, die eine medizinisch nicht feststellbare virale Gehirnentzündung erzeugen. So entstehen Überempfindlichkeiten und starke Reizungen oder auch lethargische Zustände der Nerven überall im Körper, die das Leben der Betroffenen wirklich aus der Bahn werfen können. Diese beiden Arten von Unwohlsein und Erschöpfung lassen sich durchaus unterscheiden.
Menschen mit Nebennierenschwäche kommen immer auch irgendwie zu Rande. Sie können ihrer Arbeit nachgehen, sie haben Umgang mit anderen, treiben Sport und versorgen ihre Familien, wenngleich sie sich dabei nicht übermäßig vital fühlen. Neurologische Erschöpfung dagegen schaltet einen regelrecht ab. Sie wirkt so belastend, dass man nicht mehr wie früher funktionieren kann. Es mag zwar in einer schweren Nebennierenschwäche möglich sein, schlimmstenfalls auch in Gesellschaft mit anderer Erschöpfung, aber neurologische Erschöpfung ist für sich allein die typische Begleiterscheinung einer bereits fortgeschrittenen EBV-Infektion. Bei leichter neurologischer Erschöpfung stellt man vielleicht fest, dass man schon kurze Autofahren machen kann, aber dabei extrem ermüdet. Man merkt, dass sich die Beine viel bleischwerer anfühlen als früher und die Arme mit merkwürdigen Schwächeerscheinungen reagieren, sodass man auch manchmal nicht mehr klar denken und sich nur noch mit Mühe zum Baden oder Kochen aufraffen kann. In schwereren Fällen, wenn die Neurotoxine das Gehirn überschwemmen, weiß man nicht mehr, wie man aus dem Bett überhaupt kommen soll. Das ist, wie gesagt, bei den 17 von 100 Fällen der Fall, die ihr Studium abbrechen müssen, also schon junge Studenten oft, und letztendlich in tiefste Verzweiflung geraten. In manchen Fällen ist es so, dass Unwohlsein, Erschöpfung und Müdigkeit kommen und gehen. Geschieht es aber regelmäßig, kann das zweierlei bedeuten. Man steht am Beginn einer leichten Virusinfektion, die sich noch weiter festsetzen kann. Oder die Entgiftung funktioniert bei uns gut, also wenn wir uns überhaupt entgiften. An schlechten Tagen haben wir zu viele EBV und Neurotoxine produziert und andere virale Abfallstoffe angesammelt. Und die machen uns das Leben schwer. An guten Tagen hat der Körper das wieder alles ausgeschieden. Und man geht wieder ganz normal seiner Wege. Meist geschieht dieses parallel, eben durch Stress oder bestimmte Auslöser bedingt, dass eine Instabilität der Nebennieren, was wiederum den Arzt veranlasst, eine Nebenschwäche als generell oder als Cortisolproblem zu diagnostizieren, was aber eben nicht oft der Fall ist. Das ist so oberflächlich angegangen und alles andere dabei eben zu ignorieren. Wenn zusätzlich die Leber gestaut und der Verdauungstrakt voller toxischer Abfallstoffe ist, hat man Energieschwankungen ohne Ende und man kann die Energie nicht dauernd halten, sodass sie immer mehr auf Dauer in den Keller fährt. Ein verschwommenes Gefühl im Kopf, das sich nicht mehr so leicht klar denken lässt, entsteht dann, wenn EBV sein Lieblingsfutter bekommt, nämlich die giftigen Schwermetalle, wie zum Beispiel Quecksilber und dann noch dazu Molkereiprodukte. Des Weiteren ganz schlimm Eier, Weizen, Mais, überschüssiges Adrenalin, also Angststoffe und Medikamente. Da erhält das Virus eben seine große Nahrung und gedeiht und entlässt wiederum Abfallstoffe, die das Gehirn durchwandern und dann eben den Verkehr der Neurotransmitter erheblich stören. Wenn Konzentrationsschwächen auftreten,
auffällige Züge bereits als Gehirnnebel aufzeigen, liegt meist eine Schwermetallkonzentration im Gehirn vor. Und diese Neurotransmitterschwäche ist eben auch ein Zeichen von EBV-Befall, also wenn Sie so wirklich Gehirnnebel haben. Das wird oft irrtümlicherweise als ADHS-Problem diagnostiziert oder als Leaky Gut-Syndrom kann auch sein, also ein durchlässiger Darm. Dann als Parasitenbefall, als Borreliose und so weiter. Gedächtnisschwäche hat die gleiche Grundursache wie Gehirnnebel und wird meistens dann mit einem Gedächtnistraining in der Ergotherapie behandelt, was zu nichts führt, also es wird nichts bringen. EBV bekommt reichlich eben seine Lieblingsnahrungen und lässt nun seine schädlichen Abfallstoffe eben durch weitere Neurotransmitterstörungen entstehen. Meistens liegt eine bereits höhere Schwermetallbelastung vor, weswegen das Virus sich weiter ernährt und weiter mit neurotoxischem Abfall sich vorantreibt und die Neurotransmitter eben lahmlegt. Wenn diese Metalle dann auch noch ins Gehirn gelangen, in die Leber exzidieren, sodass die Oxidationsprodukte zusätzlich ins Gehirngewebe geraten, ersticken die elektrischen Impulse geradezu daran, was die Gedächtnisleistung noch weiter herabsetzt. Liebe Zuhörer, wie bereits in allen anderen Videos immer wieder erwähnt, von Anfang an, also Sie hören am Anfang sehr viele Videos zur zellulären Ernährung, zur zellulären Transformation der einzelnen Zelle, was geht in die einzelne Zelle hinein, hinaus. Umso mehr Sie sich da fortbilden im Medizinischen, werden Sie auch viele psychische Probleme besser verstehen. Vielleicht sind Sie selbst nicht betroffen, aber ganz sicher in Ihrem Bekanntenkreis jemand. Unsere derzeitige Lebens- und Ernährungsform sind so katastrophal, dass sie die Menschen vollkommen zugrunde richten werden. Und in 20 Jahren wird dieser Virus eigentlich alle Menschen auch, wenn sie nichts wirklich radikal dagegen etwas tun, betreffen mit der gesamten Symptomenreihe, die dann entsteht. Und das bedeutet wirklich das Elend. Und es betrifft auch immer mehr Neugeborene und Kinder. Also auch die Kindermedizin müsste sich damit beschäftigen. Kurz gesagt, ernähren Sie sich anders. Reduzieren Sie auf ein absolutes Minimum Ihre Molkereiprodukte. Also das ist schon mal Nummer eins. Sie müssen sich Ihre Schwermetallbelastung, Sie müssen sich erstmal darüber informieren, das können Sie gut über YouTube, und Ihre Schwermetalle aus dem Körper befördern. Das geht meistens nur mit Mineralien oder in manchen Fällen auch mit Chelattherapie. Ich rate Ihnen jeden Morgen den Saft von Sellerie, Stängeln oder auch anderen Stielen, also es geht auch manchmal von Fenchelstielen, überhaupt den Stielen, auch von Petersilie und so. Da sind sehr viele Stoffe enthalten, die wir als Saft zu uns, Sie können das kauen und nur den Saft einnehmen und den Rest wieder ausspucken. Dass Sie so den Tag beginnen, um gleich mal Ihre Leber zu reinigen. Dazu Zitronensaft frisch aufgepresst, möglichst irgendwie dann noch im Laufe der Zeit ein Apfel. Unbedingt Kurkuma, gleich die frischen Wurzeln und dann wieder den Rest ausspucken. Das gleiche mit Ingwer. Also dieses Potpourri von Inhaltsstoffen nehme ich jeden Morgen zu mir und ich bin voll meiner vitalen Kräfte, war aber auch schon von EBV-Virus betroffen und weiß, dass er auch immer in uns ist und sich vermehren kann. Und wenn da Stress ist,
Wenn da Überbelastung ist, dann umso leichter und umso mehr. Aber unser gesamter Kanal dient dazu, zu einem höheren Bewusstsein zu führen, wo Sie enorm viel leisten können, ohne Stress. Denn für den sind wir selbstverantwortlich. Das sprengt aber das Thema dieses Videos. Deshalb rate ich Ihnen, auf allen Ebenen sich in unserer Akademie zu informieren, also über die unsichtbaren Dinge hinter den sichtbaren, hinter den unsichtbaren Symptomen, hinter den sichtbaren medizinischen Symptomen und uns selbst durchleuchten zu lernen, bevor wir was anderes durchleuchten wollen. Mediziner durchleuchten viele andere, nur nicht sich selbst. Und damit werden Sie nur immer die äußerste Kruste erkennen von wirklichen Zusammenhängen. Ihre Lebensweise sollte wirklich auf der Ernährungsebene schon mal aus ungefähr 70% Frischkost bestehen, ungekocht. Ja. Und Sie müssen heute leider auch zur Entgiftung und zur Aufbereitung, weil die Lebensmittel, auch selbst wenn es Demeter-Produkte sind, immer noch nicht ausreichend sind. Da der Giftebefall von außen auch sehr stark ist und ja ständig auch abgebaut werden muss, wovon die Leber ja schon seit Jahrzehnten bei uns Menschen völlig überfordert ist, da sie mit Giften fertig werden muss, wofür sie nicht kreiert ist. Wenn Sie die Sendungen auf unserem Kanal intensiv in sich aufnehmen, was nur langsam geht, denn man muss die Dinge verdauen, dann werden Sie feststellen, dass wenn wir auf der körperlichen Ebene zu Eigenforschern werden, wir das auch auf der ätherischen, auf der astralen, auf der mentalen und letztendlich auch auf der kausalen werden müssen. Worum es sich hier handelt, können Sie nur über die anderen Videos zu vielen Themen erfahren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf Ihr weiteres Begleiten unseres Senders. Ihre Angelika Dahlhaus.